Hallo liebe Freunde, mein Name ist Dean von Neffers Gaming. Heute am Start mit einem Spiel, das sowohl bekannt als auch eine gute Reihe, also storymäßig eine gute Line hat. Und ich spiele später auch automatisch. Schalten Sie also nach der Stelle. Und da geht's los. Devil May Cry. Start oder Enter drücken. Wir machen natürlich einen neuen Speicherplatz. Ich hoffe, dass noch alles eingestellt ist. Ja. So, Vibration an. Musik machen wir ein bisschen leiser. Untertitel machen wir an. Einführung anzeigen. Ja. Dann geht's auch los und ich würde sagen, wir machen Teufelsjäger. Damit es nicht so einfach ist. Oder? Ja, machen wir das. Und los geht's! Wow. Das Spiel ist von Capcom. Bekannt auch durch Spiele wie Resident Evil und anderen genialen Games, ist Devil May Cry auch ein sehr actiongeladenes Game. Aber nicht nur. Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, mehr Zeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Boah. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Ja. Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Klick. Und Schatz, wird er zahlen? Über 1 Billion. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. Alter, für das Erste. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie es dir beliebt, denn sie... Was ist los? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Sparda. Dante. Dante. Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Sparda und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich... ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust reißen und genussvoll verspeisen. Wenn das mal so einfach wäre, wa? Aber naja. Capcom. Ninja Theory. Written and directed by Ninja Theory. Story Supervisor Alex Garland. So schnell kann noch kein Mensch lesen, ey. Starring Tim Phillips, David Delatour, Sarge Maas und Louis Hirthen. Sexy. Story, Robin, Riker, Lou, Burton, June, Race, blablabla. Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Aber die Reaktion natürlich Capcom und Ninja Theory. Da fliegt der Mantel.
Komm rein hier. Los geht's. Ich glaube, da hat jemand sehr viel Spaß. Devil May Cry. Nutze den Trainingsmodus. Was auch immer da stand. Über ihre Hosen hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Terrorist gesucht. Die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Sexy Haarschnitt. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Okay, Selbstheilung. Den Miskerl illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Dante, komm sofort raus. Dante, du bist in Gefahr. Komm raus. Was los? Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Scheiß Dämon. Boah, was für eine Fahne. Es wird Zeit, ein paar Dämonen zu schlachten. Scheiße. Wieder im Limbus. Ah, der Limbus. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Nimm deine Drecksklauen von meinem Trailer. Wow. Oh, unrasiert. Das war ein Shirt an. Oh, das ist nur die Pizza. Ah, und eine Hose. So. Natürlich noch ein paar Schuhe. Und los. Ja, dann komm mal her, du Kleiner. Daneben. Oh, er geht schwimmen. Was seid ihr denn für welche? Schwache Steiger. Na dann, komm mal her, mein Freund. Rebellion. Lust auf Prügel? Na dann los. Möge die Macht mit mir sein. So, die ersten beiden sind down. Okay, ja. Ich hab's verstanden. Ja, ja. So, und dich noch. Zack, zack. Oh, welche mit Streichhölzern oder was? Ich muss nicht ausweichen. Neuer Gegenstand gefunden, weiße Kugel. Getötete Gegner lassen weiße Kugeln fallen, die Dantes Verbesserungsleiste füllen. Jedes Mal, wenn die Leiste komplett gefüllt ist, kann Dante in Verbesserungsladen eine neue Fertigkeit freischalten. Gut. Sollten wir uns davon wohl mal ein paar sammeln. Neuer Gegenstand gefunden, rote Kugel. Getötete Gegner lassen rote Kugeln fallen, die im Gegenstandsladen ausgegeben werden können, um Gebrauchsobjekte, Gesundheitsverbesserungen und weiteres zu kaufen. Bam! Und weg mit dir! Okay, ich komme. Wer hat das gesagt? Hinterher! Achso, falsche Taste gedrückt. Oh, Baby!
Na, wer die da wohl gepackt hat? Wow. Hey, du Wichser, komm runter. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Alles bricht zusammen. Ich sollte ein bisschen rennen. Oh fuck. Schon einmal gestorben. Nein, das gibt's doch nicht. Na los, komm schon, Junge. Ich weiß, du kannst es schaffen. Sauber. Und hoch hier. Und Chakarow. Haha. Ebony, Ivory. Ebony and Ivory. I'm missing you. Der Jäger ist immer noch hinter uns her. Aber ich werde es schaffen. Bartos. Genau richtig. Haha, Zielübung. Schießen auf X. Na ja, dann. Wow. Scheiß Fliegen loswerden. Wow, dass ich beinahe zu weit nach hinten gelaufen. Chuck! Haha! Bam, ihr scheiß Spinnen auch noch weg. Dante! Ba-bam! In der echten Welt, du im Limbus. Warum stehst du dann vor mir? Ich bin ein Medium. Ich kann mich in den Limbus projizieren und so mit dir kommunizieren. Ich kann dich sehen und mit dir sprechen, aber ich bin nicht wirklich im Limbus. Und wenn ich abdrücke? Dann bist du Matsch. Ich bin tot. Boah. Ich setze mein Schieß. Leben für dich aufs Spiel. Schieß schon. Ich brauche keine Hilfe. I don't need your help. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezerrt hat. Du solltest dich nicht mit dem Jäger anlegen. Das ist kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Oh, egal. Ich mach ihn trotzdem platt. Boah. Okay, weiter geht's. Scheiß Spinnen. Okay, jetzt lass uns mal hier ein bisschen umgucken. Das kann man zerstören. Hier sind auch Spinnen. Okay, das kann man scheinbar nicht aufmachen. Wo ist sie hin? Schön alles einsammeln. Wir wollen versuchen, das Game so gut es geht durchzukriegen. Nutze Nahkampfattacken für diese komischen Viecher. Okay. Oh. Das war ein Wort mit X, das war wohl nix. Alter, kommt man da überhaupt rüber? Nochmal. Okay, man kommt hier auf jeden Fall rüber. Ich glaube, da hinten ist irgendwas Verstecktes. Haha, gefunden. Ah, neuer Gegenstand gefunden, Kupferschlüssel. Ermöglicht es Dante, eine Kupfertür zu öffnen. Gesammelt, 1 von 21. Okay, wir haben das erste Secret wahrscheinlich gefunden. Würde ich jetzt mal behaupten, was ist das hier? Okay, das ist auch nur so ein komisches Geisterding. Gehen wir mal hier wieder zurück. Und hoch. Und zack. Und rum. Und yeah. Schön alles einsammeln. Ich versuche das gerne natürlich auf 100% zu bringen.
Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Aber das Spiel ist jetzt auf jeden Fall nicht auf einfach gestellt, okay? Na, 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 na. Komm mir mal nicht zu nah, mein Freund. Wow. Ich merke gerade, wenn ich diese Viecher da rein donner, dann explodieren die. Verbesserung erhalten, okay? Ja, ja, ja. Boah, ja. Oh fuck, jetzt bin ich hochgesprungen. Wow. In zwei Teile, meine Freunde. So läuft das. Okay, hier ist noch irgendwas Verstecktes. Okay, nur ein paar Köpfe. Okay, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Hier müssen wir Doppelsprung machen. Ja. Auch das ist klar. Ich versuche nicht zu... Ah, da oben ist irgendwas. Ha! Goldene Kugel. Neuer Gegenstand gefunden. Kann nach dem Tode dafür verwendet werden, Dante wieder zum Leben zu erwecken. Goldene Kugeln können auch im Gegenstandsladen gekauft werden. Also wenn ich einmal komplett sterben sollte, ist das wie eine Art Life oder sowas. Ah, ich musste eh hoch. Okay. Okay, hier haben wir einen Stern gefunden. Kleiner Lebensstern. Es stellt einen kleinen Anteil von Dantes Gesundheit wieder her. Drücke während des Spiels im Start. Während des Spiels Start und wähle den Gegenstand, um Lebensstern zu verwenden. Okay. Damit kann ich mich also heilen. Start. Gegenstände. Okay, jetzt sehe ich hier gerade. Wollen wir den verwenden? Ne, wir heben uns den mal auf. Also das ist wie so eine Art Pot. Ah, aber euch Viecher töten wir mal. Ist hier noch irgendwo? Nein. Okay. Ah, das ist der Gegenstandsladen, ne? So, Verbesserung können wir kaufen. Und Gegenstände, Verbesserung. Fertigkeiten, Rebellion. Machen wir mal hier Hack, Stufe 2. Gegenstände, was können wir uns noch kaufen? Kaufen wir uns mal noch einen Pott. Okay, hier rauf kann man nicht. Oh, irgendwas passiert gerade. Ist das mein Mann? Ah. Wie ist der denn da gelandet? Und rein da. Sehr schön. Wichtige Neuigkeiten. Wir sehen Aufnahmen von unserem Helikopter. Steve, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Oh, kurz ein Schluck trinken. Okay, geheime Türen haben wir erst. Haben wir noch keine gefunden. Aber einen Schlüssel haben wir zumindest schon mal gefunden. Verlorene Seen fehlen mir noch immerhin. Immer noch 5. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wow! Oh, jetzt würde ich ganz kurz mal ein bisschen ruhiger, aber nur weil ich mich versuche zu konzentrieren. Oh, da ist der Jäger. Ja, was ist mit dir los? Komm her!
Wow! Ach du Scheiße, boah, das war eng. Okay. Los, bloß weg hier. Das war eng. Wow. Oh, oh fuck. Okay, hier ist nix. Ah, hier haben wir so eine Tür. Ah, okay, hier können wir eine Schlüssel benutzen. Okay, was passiert nun? Kupferprügel in der Luft. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner nehmen nur in der Luft Schaden. Was? Weg, um anzufangen. Okay. Okay, zwei haben wir. Drei. Vier. Komm schon. Und hoch mit dir. Bam! Abgeschlossen. Was haben wir jetzt bekommen? Was ist das? Neuer Gegenstand gefunden, Gesundheitskreuz, Bruchstück. Sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Okay. I try my best. So, jetzt sind wir wieder im Limbus angekommen. Wow. Schlag doch zu. Wow. Also die Animationen sind echt gut. What the fuck? So leicht nicht, mein Freund. Hey, lauf doch nicht weg. Komm her. Tu dir noch früh genug weh, keine Sorge. Müssen wir die ganzen Spenden hier niedermähen? Gucken wir uns hier mal um. Wo geht's denn hier lang? Ah, da oben ist auch einer. Ah, hier haben wir auch einer. Sehr schön. Wie viele haben wir denn jetzt? 3 von 6. Geheimtür haben wir, Schlüssel haben wir. Das sieht ganz gut aus. Okay, hier haben wir nichts mehr. Die hängen hier alle komisch rum. Okay. Punkte sammeln wir ein. Ein Ausgang. Klasse. Ah, irgendwas ist hier faul. Nicht klasse. War doch klar. Ja, was auch immer. Wow.
schon. Oh mein Gott! Sehr schön. Ach du Scheiße. Okay. Wow! Alter Falter. Gut, das haben wir. What the fuck, man? Oh, sexy Frisur. Hä? Weg damit, Mann. Dass ich nicht lache. Also auch die Easter Eggs sind in diesem Spiel einfach genial. Er ist kugelsicher. Das ist mir egal. Da vorne ist ein Spalt. Ach nein, was? Okay, hier können wir Verbesserungen wieder machen. Querschläge, was? Lol. Okay, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die nächste kostet 300. Aber wir sind aber schon noch ein paar Sachen zum Einsammeln. Wo ich jetzt da durchbretter. Gucken wir uns diesmal mal ein bisschen hier um. Also da sehe ich schon mal nichts. Ah, okay, man kann die Laternen sogar zerstören oder was? Ich noch irgendwie voll viele von diesen komischen Dingern, ey. Von diesen also Seelen. Kämpfen wir. Dante, warte. Oh, Flamme an. Das funktioniert. Du kannst ihn bekämpfen. Es wird nicht leicht. Jäger. Jäger sind hart im Leben. Ja, ich auch. Ja, ich hör dich. Oh, fuck. Wow. Komm zurück hier runter. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt nehmen wir mal ein.
Alter Falter. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt. Wow! Alter. Bam! Alter, was ist ein Bosskampf? Aber wir haben ihn. Aus und vorbei. Mit einmal. Sohn des Sparda. Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Sag mal, was hast du gesagt? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. Weg mit dir. Wurmkarton. Raus aus dem Limbo. Meine Mutter. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Da haben wir einiges zurückgelassen jetzt hier. Eieieiei. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ja. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Was für eine Assassinin. Ja, dann fahren wir los. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der in der Stadt hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Mission abgeschlossen. Stilpunkte SS. Zeit. Nee, mal 4. Fortschritt. Ah, mal 5. Verwendete Gegenstände 1. Tode. Bam. 2 Punkte bekommen. Also uns haben noch 3 gefehlt. Die werde ich natürlich im Anschluss, wenn das Spiel durch ist, im Nachhinein nochmal alle versuchen zu finden. Und dann euch auch noch die zu zeigen, die gefehlt haben. Aber jetzt danke ich erstmal fürs Zuschauen für die erste Folge zu Devil May Cry. Und somit bin ich raus. Bis zum nächsten Part und zur nächsten Mission. Euer Dean. Brr.